Und ich möchte einen Beauty-Blog machen. Ich möchte Buddy's Beauty Palace. Wenn das mit dem Gaming nicht klappt, dann mache ich Buddy's Beauty Palace. Das wird klasse. Ich freue mich drauf und schmink mich dann. Yo, liebe Freunde, willkommen zu Let's Play Destiny im Multiplayer. Wir spielen heute Kontrolle, das heißt 6 gegen 6, Flaggen erobern. Jeder, der mal Battlefield gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum machen die jetzt wieder normale Let's Plays? Ja, wir packen uns so ein bisschen Richtung Gaming-Sektor wieder und da wollten wir euch doch mal direkt eine Runde in dem Spiel zeigen, was wir uns so zum persönlichen Spiel des Jahres 2014 auserkoren haben. Und mich würde interessieren, was eure Spiele des Jahres so 2014 waren. Packt es mir doch nach unten in die Kommentare und wir wollen direkt mal loslegen. So, und los geht's. Wir spielen auf Stützpunkt Delphi. Das ist eine Map auf dem Mars, wie ihr gleich sehen werdet. Wer Destiny noch nicht kennt, es ist eigentlich eine Art super Online-MMORPG im Shooter-Format. Wundert euch nicht, wenn irgendwelche unangenehmen Stimmen von der Seite kommen, denn der gute alte Nick, ich drehe die Kamera mal, der ist da hinten und schneidet gerade eure Community-Games, liebe Freunde. Guten Tag von ihm, aber das interessiert uns erstmal nicht, denn wir wollen Blut sehen. Wir wollen töten, ja. Mal schauen, ich habe es lange nicht mehr gespielt, war wie gesagt trotzdem irgendwie das Spiel, was so 2014 am meisten geprägt hat. Wobei 2014 ja extrem viel passiert ist, allein in den letzten Tagen, wenn man das mal so ansieht. Ne? Ich sag nur Hashtag hier Freiheit. Das war ja ein Thema, was irgendwie wirklich jeden erreicht hat und, nicht sterben, ja, ein Assist bekommen, was jeden erreicht hat und mich würde natürlich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Ich sag's mal so, von meiner Warte aus bin ich jetzt gestorben, von meiner Warte aus ist es so, ich kann den Herrn Simon Unge dann doch ganz eigentlich verstehen, aus dem einfachen Grunde, natürlich unter der Prämisse, das stimmt wirklich, was er da gesagt hat, aus dem einfachen Grunde, wenn ich Versprechungen bekomme und seien sie nur mündlich und seien sie nicht im Vertrag festgehalten, dann wird man sich natürlich auf sie verlassen. Ich glaube, der junge Mann ist Anfang 2014 erst ins Netzwerk gekommen und davon hat er sich wahrscheinlich sehr viel erhofft. Mediakraft, wie bisher ja bekannt wurde, hat sich eigentlich an alle vertraglichen Richtlinien gehalten und dementsprechend kann man den Jungs auch gar nichts danach weisen. Und Mediakraft über einen ganzen Haufen zu scheren, würde ich jetzt nicht machen. Der Ruf ist nicht so perfekt davon, kann ich verstehen, wenn man da so ein bisschen hatet und flamet, besonders wenn dann so ein großer YouTuber mal etwas sagt, aber man sollte das dann doch sehr differenziert einmal sehen. Netzwerke sind da, um euch zu promoten. Aha, und nicht um zu sterben. Dankeschön, ich bin wieder tot. Das wird die schlechteste Runde überhaupt. Wobei ich Zweiter von meinem Team bin. Netzwerke sind da, um euch zu promoten. Und es gibt durchaus Netzwerke, mit denen man super zusammenarbeiten kann. Ne? Es gibt nette Jungs, die bei betreffenden Netzwerken arbeiten. Mittlerweile hat sich ja so ein bisschen so das Denken breit gemacht. Ja, Netzwerke unbedingt. Braucht man das eigentlich? Die Antwort ist natürlich nein. Und ganz ehrlich, für die meisten Leute unter jenseits der, sag mal, ich 1000 Abo-Marke, lohnt es sich im Normalfall nicht, ein Netzwerk beizutreten. Warum? Ganz einfach. Netzwerke würden euch nicht ohne finanziellen, ich sterbe dauernd, Eigennutzen einstellen. Ne? Das sind natürlich keine Wohltäter. Das sind aber trotzdem oder können trotzdem Partner von euch sein. Sehen Netzwerke also in euch wirklich Potenzial, kann das Ganze gut gehen und durchaus für euch mit Vorteilen enden. Negativ kann es natürlich dann sein, wenn man Massennetzwerken beitritt. Wobei ich jetzt den Wink nicht unbedingt nur auf Mediakraft Talent setze, sondern auf viele Netzwerke, die mittlerweile eher Quantität vor Qualität setzen. So, jetzt sieht es für mich ja schon wesentlich schlechter aus. Ich glaube, dieses Let's Play, das ist mir absolut vergangen. Ich kann nicht gleichzeitig labern und spielen. Ich sterbe ja am laufenden Band. Das geht gar nicht. Vielleicht wechsle ich mal zum Fusionsgewehr oder zum Raketenwerfer, wenn ich ihn da hinten bekomme. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre, da ist was. Oh, ich bin tot, nicht sterben. Ja, Postmortem. Da habe ich ihn noch bekommen. Ja, aber nicht nur Hashtag Freiheit hat uns da so die letzten Wochen irgendwie bewegt. Oder das ganze Jahr, sondern insgesamt zu der Wandel von YouTube. Wir sind ja selber noch, wie lange sind wir dabei, Nick? 4 Monate seit August?
seit August, das ist 4-5 Monate, sind wir jetzt erst dabei. Und alleine in dieser Zeit hat sich so viel getan und man wächst da immer so ein bisschen mehr rein. Ich behaupte jetzt einfach mal, der Kanal BatTV ist jetzt eigentlich recht erfolgreich für die Zeit. Wir sind sicher weit entfernt noch vom Millionenpublikum, aber man ist so sehr, sehr zufrieden insgesamt mit der Community, also mit euch Jungs, ne, die immer so kommentieren, fleißig gucken. Da macht's Spaß, das ist herrlich. Stirb, 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 stirb. Ich sterbe. Man ist immer total fröhlich, wenn man da Kommentare liest, wenn man viel mehr Likes als Dislikes, wenn überhaupt Dislikes auf den Videos hat. Aber dieser ganze Hype um YouTube, der ist ja eigentlich erst mit 2013, insbesondere aber auch wirklich 2014 gekommen. Was mich jetzt mal interessieren würde, was haltet ihr so von der Sache YouTube-Hype? Sind große YouTuber Stars? Kann man da wirklich sagen, was geht bei mir? Triple Kill, boom. Sind YouTuber für euch Stars oder sagt ihr, weiß ich nicht, das sind im Endeffekt ja ganz normale Leute, die vor dem PC sitzen und PlayStation oder Computer spielen. Sieht man aber diesen ganzen, ja, die ganze Community von Gronkh zum Beispiel, so als Ur-Opa, Nick. Ja, ich werde hier direkt von der Seite angegriffen. Mann, so ist das. Als Urvater dieses ganzen, YouTube-Hypes, dann sieht man einfach, dass sie mittlerweile so einen Star-Status haben. Millionen Leute kennen sie, ein Millionen Publikum hat sie abonniert. Viele Hunderttausende gucken täglich die Videos. Und wenn man alleine jetzt durch das Bekanntgeben von Herrn Unge mitbekommen hat, wie viele Views da im Monat rumkommen. Ich meine, 30 Millionen, hallo, das sind ziemlich viele, so im Durchschnitt. Das ist für mich zum Beispiel eigentlich unfassbar. Und bevor wir in diese YouTube-Geschichte selber involviert waren, auch ehrlich gesagt ein bisschen surreal. Ne, wir haben jetzt unser erstes Video EPS, das da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, verlinke ich euch jetzt hier auch direkt unter dem Video. Waren wir unterwegs, hat die ersten 1000 Views jetzt von uns bekommen auf einem Video. Wir waren super, super fröhlich, besonders da die ESL es auch noch geteilt hat, beziehungsweise interviewte Leute. Das hat auch natürlich viewtechnisch so einen gewissen Push gegeben. Und da hat man dann wieder gesehen, was Reichweite ausmacht. Nicht nur an Monetarisierung, hahaha, YouTube Money. Nein, einfach auch an Kommentaren oder an der Art und Weise, wie Leute mit einem umgehen. Ne, wie die Community darauf reagiert. Hat man dann wirklich ein professionelles Video abgeliefert, wobei wir ja sowieso schon tagelang Arbeit pro Video zu 4 Leuten reinstecken. Nein, man hatte dann auf einmal so ein gewisses anderes Publikum auch noch. Ne? Community-Erweiterung, Cross-Promotion. Super, super wichtig auf YouTube auch geworden, diese Cross-Promotion. Ne? Man erweitert seine Reichweite, für allejenigen, die es nicht kennen, durch Partnerarbeit mit anderen YouTubern oder in dem Fall war es halt die ESL. Und gewinnt so ein ganz, ganz neues Zielpublikum. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, die Leute, die etwas öfter zugucken. Wir haben uns momentan auch so ein bisschen mal im E-Sport-Bereich umgeguckt, was ich persönlich super interessant fand. Ja, man hat super nette Leute kennengelernt. Es boten sich Möglichkeiten, ne? Siehe Gewinnspiele momentan in den Game News. Solltet ihr übrigens unbedingt mal vorbeischauen. Wir haben da absolut geile Gaming-Shirts, die wir momentan verlosen und Twitch-Merchandise. Schleichwerbung, liebe Freunde. So, liebe Freunde, zweite Runde, neues Glück. Wir haben die letzte Runde übrigens gewonnen. Das habt ihr jetzt gerade nur nicht gesehen. Wer es glaubt oder nicht, Gott sei Dank noch Glück gehabt. Es geht wieder auf den Mars. So, wollen wir mal gucken, ob ich persönlich jetzt noch was reiße. Wir spielen wieder Kontrolle. Gleiches Spielchen wie gerade. Wie sieht's eigentlich bei euch aus so mit Vorsätzen fürs neue Jahr? Das würde mich mal so gerade interessieren. Spontan auf die Idee gekommen. 23:59 und der spontane Einfall kommt. Mensch, Rauchen war doch ziemlich scheiße. Hör ich mal damit auf. Seid ihr auch so Personen, die das dann sich planen, vielleicht auch durchziehen sogar? Man hat dann halt so persönliche Ziele, die man erreichen möchte und die sind nach spätestens 2 Wochen Vergangenheit. Zum Beispiel, ihn zu töten. Neujahrsvorsatz geschafft. So, wann wollen wir noch 10 bis mal einnehmen hier, die ganzen Basalackenschweine da auf vorne. Darf man das sagen? Ist das ein Schimpfwort? Basalacken? Ja, Basalacken. Ich wollte auch nicht, was ist Basalacken? Ethnische, irgendwie ethnische Gruppe oder sowas?
Ich, I don't know. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So Leute, jetzt mal so ein Thema, was mich persönlich saumäßig interessiert, beziehungsweise ich mal einfach loswerden wollte. Besonders interessant wahrscheinlich für diejenigen, die uns wirklich regelmäßig schauen. Nämlich so, wie es 2015 mit uns weitergeht. Also nicht mit uns als Privatperson, sondern mit dem Channel an sich. Getötet! Nicht uns, sondern den Goalize. Naja, also, wie geht's mit unserem Kanal weiter? In erster Linie werden wir im Groben und Ganzen unser Motto beibehalten. Was da wäre, Comedy rund um Gaming rund ums Comedy, das wäre auch was. Unser neues Motto. Comedy rund ums Gaming. Er lacht ja auch schon neben mir. Was wird da kommen? Die Community Games werden natürlich beibehalten. Ich muss ja dieses Jahr den Makatz an insgesamt Punkten schlagen. Der hat mich ja Gott sei Dank, sage ich schon, letztes Jahr leider besiegt. Möchte ich sagen, er hat mich niedergerungen, ganz knapp mit unfairen Methoden. Aber dafür solltet ihr euch die Folge nochmal selber anschauen. Ich bin sicher, da wird ein bisschen im Hintergrund gefudelt. Ich will jetzt keinen anklagen oder sowas, aber da waren spezielle Personen im Hintergrund, denen vertraue ich nicht richtig. Aber das muss jeder selber wissen. Hier ist ein Cheater, den kann man gar nicht töten. Er ist ein Cheater. Auf jeden Fall, die Community Games werden wie gewohnt weiterlaufen. Die Game News sollen noch viel geiler ausgebaut werden. Wir haben hier seit Wochen den Greenscreen am rumliegen, den wir aber momentan einfach nicht aufgehangen bekommen, weil am Studio noch einiges zu machen ist. Das ist einfach eine ziemlich richtig komplexe Sache, die wir hier momentan planen. Triple Kill, Dankeschön. Momentan wird ja gerade ein neuer Computer von uns so zusammengebaut. Wir kriegen ein neues Mikrofon extra für die Community Games. So ein ganz, ganz schönes Shotgun-Mikrofon, um den Ton einfach nochmal zu verbessern. Hier werden Fernseher aufgehangen mitten im Studio, damit ich wieder sterben kann. Damit dieses PlayStation-Erlebnis oder Computerspiel-Erlebnis noch ein bisschen cooler wird. Eventuell kommen dann auch die ersten PC-Let's Plays im nächsten Jahr. Also ihr seht da schon, da ist so viel in Planung momentan. Einfach, damit wir euch noch ein bisschen cooleren Content bieten können. Und uns macht es natürlich auch jede Menge Spaß, uns da ja ständig zu verbessern. Wie ihr hoffentlich mittlerweile mitbekommen habt, ist das nämlich so ganz gut momentan am Laufen. Content wird verbessert. Wir haben zwar einen Standard momentan, der, ich sag mal, relativ hoch ist. Alleine vom Bearbeitungsaufwand. Wir sind Gott sei Dank mittlerweile 4 Leute zu zweit. Makatz und ich alleine könnten das nicht mehr stemmen. Ganz ehrlich, wir haben da von Nick, der gerade hinter mir ist, ne? Danke schon an dieser Stelle mal. Photoshop, Premiere, After Effects, das sind die Jungs, die sich einfach damit auskennen. Ne? Das sind die wirklichen Genies dieses Kanals. Makatz und ich setzen uns eigentlich nur noch hier davor und labern Scheiße. Nein, auf jeden Fall, wir vier arbeiten halt ziemlich hart daran, haben einen gewissen Standard erreicht, den wir natürlich immer noch weiter ausbauen möchten. Und da denke ich, wird 2015 für euch einiges noch kommen, was mega interessant sein wird. Unter anderem auch ein paar kleine Kurzfilme, auch Thema rund ums Gaming. Und ich möchte einen Beauty-Blog machen. Ich möchte Buddy's Beauty Palace. Wenn das mit dem Gaming nicht klappt, dann mache ich Buddy's Beauty Palace. Das wird klasse. Ich freue mich drauf und schmink mich dann. Guckt mal unten auf die Punkte. Wir sind sogar relativ gut in Führung. Ich stehe nicht mal ganz unten. Wahnsinn. Irgendwas Gutes muss ich getan haben. Next one, next one. Rage Mode! Stirb! 1 gegen 1, ich habe ihn noch bekommen! Woo! Ich empfinde gerade Glück. Hi. Alles explodiert hier. Ups. Morgen! Kein Ding für einen King. So, dann will ich mich mal für euch richtig hinsetzen, damit ich hier noch eine ausgezeichnete Runde zu Ende spiele, in der ich dann auch gewinne. So, da ist er, 1 gegen 1. Ich störe, oh, wie gut ist der denn bitte? Ich werde ja schon von der Seite blöd angemacht, aber ich habe gewonnen. Sieg! Sieg, 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 Sieg. Ich freue mich gerade richtig. So, das war's auch für dieses, ja, ich sag mal, Let's Play war es ja nicht, es war ja fast schon so ein Commentary. Ja, wir sind jetzt krass in der Commentary-Szene. Abo gegen Abo. Wie wär's? Nein, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Dienstag noch.
Wir sehen uns spätestens am Donnerstag in den Game News oder am Sonntag mit den unglaublich fantastischen Community Games. Ich wünsche euch was. Was ist los mit mir? Was ist mit mir? Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz fantastischen Tag. Bis dahin, euer Buddy und Nick, der hier irgendwo in der Ecke sitzt. Hallo Nick. Hallo, guten Tag. Er möchte nicht gesehen werden. Kamera scheuen. Ja. Tschüss.